Hi Martin, ich grüße euch. Ich würde gerne ein paar Diskussionen hier starten, weil das auch immer wieder in den Clubs und in einigen Diskussionen mit anderen Tradern, Investoren auftaucht. Und das finde ich sehr interessant. Trading und Kapital in der Form, wie man das jetzt also als Überschrift nennen mag. Folgendes: Trading-Kapitalbildung, Mindset-Wechsel. Was meine ich damit? Das Problem ist, dass man eben mit kleineren Konten mehr ins Risiko gehen muss, damit man eine entsprechende geldmäßige Rendite erwirtschaften kann. Geldmäßig heißt, jetzt habe ich hier geschrieben in Prozent, aber geldmäßig heißt, wir brauchen eine höhere Prozentzahl. Das Beispiel wäre jetzt hier 10% von 10.000, wäre ja eigentlich schon hervorragend. Ja, und das wäre ja nur in Anführungszeichen 1000 Euro pro Jahr. Jetzt ist natürlich so, für 1000 Euro pro Jahr lohnt sich's ja nicht. Da braucht man ja eine Ewigkeit, bis man da, sag ich mal, davon leben könnte, wenn man das unbedingt wollte. Man ist aber natürlich auch bei 10.000 Euro bereit, da ein bisschen ins Risiko zu gehen. Warum? Naja, wenn du 1.000, 2.000 verlierst, kann man einen Nebenjob machen, 1, 2 Monaten. Je nachdem ist es wieder drin. Und deswegen ist das auch legitim, ist auch völlig in Ordnung. Jetzt kommt's. Wenn es dann dem Trader gelingt, ein entsprechendes wiederholbares System zu finden, was ihn auch erfolgreich macht als Trader, ja, mit dem risikobehafteten Mindset, ja, musste er, das ist ja, das steckt ja dann in dem Trader drin, ne? So, er lernt ja jetzt hier nicht unbedingt zu hedgen, weil er ja noch nicht so viel zum Hedgen hat. Und das ist eben ein natürlicher Prozess. Jetzt kommt er aber mal auf 50.000. Da sieht die Welt natürlich mit 10% ein bisschen anders aus. Das sind dann 5.000 pro Jahr. Das ist schon, da kann man schon mal in Urlaub gehen. Davon leben noch nicht, sage ich mal. Je nachdem, wo man lebt. In Deutschland sicherlich noch nicht. Ist aber so, dass natürlich je größer das Konto wird, man natürlich auch das Risiko runterfahren sollte. Und jetzt kommt's. Wo lernt man denn das? Ne? Du hast jetzt, sag ich mal, 1, 2, 3 Jahre das hart erarbeitet mit deinem entsprechenden Setup eben mehr Geld zu machen. So, jetzt machst du natürlich, ja, mit diesem Setup würdest du ja eigentlich hier alles durchziehen. Mag man denken. Ja. Jetzt gibt es aber innerhalb dieses Systems der Wiederholbarkeit auch immer wieder Bereiche oder ja, Situationen, wo man einen Drawdown hat. Ja, das ist ja klar. Wenn du jetzt mit 1000 vorne bist und hast einen Drawdown von 300, macht es dir geldmäßig nicht viel aus. So, jetzt kommt's aber, ne? Wenn wir das gleiche Schema hier weiterfahren mit 200, 300.000, dann werden wir später auch geldmäßig größere Schmerzen haben. Ja, das heißt, wenn du den gleichen Trading-Stil vielleicht skalierst, damit du entsprechend die 10.000 machst, wird man dann auch geldmäßig, wenn es mal halt einen Drawdown gibt oder mal nicht so läuft, dann auch wieder praktisch zurückgeworfen. Ne? Und dann fängst du eigentlich immer wieder so, irgendwo bleibt man da so stecken über die Monate oder vielleicht sogar Jahre, ja, und kommt einfach nicht weiter. Das ist so. Glaub mir das. Und jetzt ist es so, machen wir das jetzt hier weg. Jetzt ist es so, dass wenn man eben hier es schafft, bei einer bestimmten Größe, sagen wir 100.000 ist eine schöne Zahl, einen Paradigmenwechsel durchzuführen in seinem Kopf. Sprich, dass man sagt, okay, jetzt lerne ich Hedge-Techniken, jetzt lerne ich mein Kapital abzusichern. Jetzt ist Priorität Kapitalsicherung und nicht Kapitalwachstum, denn Kapitalwachstum wird nach Kapitalsicherung kommen. So, das heißt, du lernst hier entsprechende Techniken, damit du hier weniger ins Risiko gehst und du brauchst es auch gar nicht. Du brauchst es nicht. Es gibt sehr schöne Techniken mit ja, ganz einfachen Setups, wo du das Risiko minimal hältst,
paar Euro Dividenden kassierst, ein bisschen Schreibereien hier und da und du hältst dich da so auf dem Niveau eigentlich ganz gut auf. Ja? Und natürlich ist es so, je größer dann das Konto, desto weniger Rendite brauchst du eigentlich. Ja? So, das heißt, um davon zu leben, ja? Das ist ja der Knackpunkt. Ne? Irgendwann will man, oder was heißt davon leben, ist immer ein bisschen schwierig, aber ich sag mal als zweites Standbein sozusagen. Wenn jemand 30.000 zusätzlich pro Jahr reinkommt, da kann man nicht meckern. Ne? Das sind 3.000, wenn man jetzt die Steuern mal weglässt, einfach nur reine Rechnerei, wären das ja 3.000 brutto. Ist ja auch schon mal was. Da muss man auch schon mal ein bisschen was dafür tun. Und das ist, was wollte ich euch mitteilen. Dass ihr später oder dass man später mit entsprechendem Kapital nicht ins Risiko gehen muss, um geldmäßig diesen Vorteil zu haben. Und vor allem, es ist bequemer und risikoarmer und du schläfst besser. Hier brauchst du nicht schlafen. Wenn du da 5.000 verzockst, dann ist es nicht so schön, aber man wird es überleben. Ja. Ganz wichtig, ne? Man darf nicht mit dem gleichen Schema, was man sich hier arbeitet, das Denken jetzt mit 1 Million gehe ich jetzt 20 DAX Future Long und mache immer das Gleiche. Dann wird natürlich auch die Menge, also geldmäßig, ja, dann wird das dann zu einem Problem führen, dass du wahrscheinlich gar nicht so weit kommst. Also, man kommt mit diesen Sachen nicht ein. Ich sage euch auch warum. Ne? Weil ihr ein Leben habt. Das alles, was man im Internet sieht, ob es der Trader ist oder die Trader, die auf YouTube etwas ja, von sich geben, dass sie vom Trading leben, das ist eine Momentaufnahme. Ja? Das mag auch vielleicht richtig sein, das mag auch in diesem Moment vielleicht wirklich auch funktionieren. Das sagt ja auch kein Mensch was. Aber das wird nicht dein Leben lang so bleiben. Denn angenommen, ihr seid jung, ne, ihr seid 25, studiert, habt ein bisschen Zeit, könnt euch die Zeit einteilen, hier und da, prima. Ja, dann kann ja diese eine Strategie ja funktionieren, ja, die ihr immer 19 bis 20 oder 30 Uhr aufsetzt oder 23 Uhr oder irgendwas. Jetzt habt ihr aber eine Familie, Kinder, Kids, Verpflichtungen, ne, Arbeit, wo ihr vielleicht mehr länger im Büro sein müsst. Ja, dann könnt ihr diese Strategien nicht mehr machen. Ja, also ihr müsst euch dann im späteren Leben oder zu eurem Lebensstil andere Strategien aussuchen. Und da kommt das Problem. Die Strategien warten ja nicht auf euch, sondern du musst sie ja packen. Das heißt, du musst wieder Zeit investieren. Und was ich damit sagen will, ist, dass wenn ihr euch im Bereich der Optionen, Absicherung, Hedging und diese Techniken weiterbildet, dann könnt ihr später zu eurem Leben das Ideale basteln. Ja? Ja, zu eurem Leben bastelt ihr das, was passt. Und vor allem, ihr seid ein Chamäleon. Ja? Ihr seid wie ein Chamäleon. Das heißt, 20 Jahre, Familie, Kids, machst du eine Strategie, wo du zweimal die Woche ein bisschen was machst, fertig. Und dann bist du dann im Rentenalter, hast ein bisschen mehr Zeit, und dann kannst du dich mehr mit den Aktien konzentrieren, kannst mehr Rendite, Aktien herauspicken, herausfiltern, optimieren, kannst du ein bisschen mehr am Hedge arbeiten, kannst du ein bisschen mehr, ja, was weiß ich, Covered Calls optimieren. Da gibt es so viel zu optimieren, wenn man Zeit hat, sodass deine Rendite vielleicht noch besser wird. Ja, das heißt, wenn du mit 60 Meister des Kapitalerhalts bist und Meister des noch paar Euro rausquetschens, ja, das ist doch das, was ihr wollt, dass ihr mit wenig Aufwand, ja, ein Kapital habt, erhält und noch ein paar Euro habt. Und das schafft man nur, wenn man vorher investiert. Das geht nicht anders. Geht nicht anders. Kein Mensch übernimmt es euch. Kein Mensch macht es für euch. Ja? Im Gegenteil, ihr seht, wenn man es irgendwo hingibt, ist es vielleicht weg, komplett. Das heißt, nur ihr könnt es machen. Ja? Nur ihr. Alles klar, ciao.